Peggy 3. Mein Name ist Bernd Schneider, ich bin fünffacher DTM-Champion und bin Markenbotschafter von AMG Mercedes. Heute bin ich im Mercedes-Benz-Museum, um das neue Spiel Gran Turismo 5 zu testen. Es ist für mich faszinierend zu sehen, dass die Nordschleife absolut 1:1 auf dem Bildschirm ist, dass jeder Curb und jeder Sprunghügel man am Lenkrad fühlt und man weiß direkt, wo man ist. Man braucht keine einzige Sekunde überlegen, wenn man die Nordschleife kennt. Wenn man das SLS-Cockpit noch anguckt, dann meint man, man fährt die ersten Runden mit seinem eigenen SLS über die Nordschleife. Jetzt wird es richtig schnell. 571 PS, hoch zum Schwedenkreuz, ist nicht auf die Wiese. Auf der Wiese wird es schwierig. Aber jetzt über die Kuppe, das ist der Hammer, 270 normalerweise. Das war zu schnell. Ui. Aber, ja, unser SLS läuft auch auf der Wiese. Gott sei Dank. Der Spieleentwickler Yamauchi von Gran Turismo hatte wahnsinnig viel Spaß, mit unserem SLS über die Nordschleife zu fahren und Eindrücke zu sammeln. Er hat die Strecke gut gekannt, ist auch wirklich gute Rundenzeiten gefahren und hat auch unglaublich gute Aussagen über das Auto gemacht. Er war sehr zufrieden und das hat uns am meisten natürlich gefreut. Wenn man auf der Nordschleife Rennen fahren will, man muss einfach 100 Runden vorher gefahren haben, bevor man die Strecke kennt. Vor allen Dingen an den schnellen Stellen wie Fuchsröhre, Flugplatz, Schwedenkreuz nicht maximales Risiko gehen. Lieber am Anfang ein bisschen zurückhaltend fahren, denn mit 571 PS über den Nordschleife ist eine große Herausforderung. Wir von AMG haben gewusst, wenn wir ein Auto haben, was auf der Nordschleife sich gut handeln lässt, dann haben wir ein gutes Auto gebaut. Der beste Sportwagen, den ich je gefahren habe. Und ich habe ja schon einige Sportwagen gefahren.